Hallo und herzlich willkommen auch zu Mario Kart Wii Online. Yo, heute fahren wir mal wieder ein bisschen global. Das liegt einfach zum einen daran, ich möchte mal meine 9999er Challenge ein bisschen vorantreiben, auch wenn das, glaube ich, ein unlösbares Ding ist. Ach Mann, ich hau die immer weg. Verdammt. Es sind auch nicht so viele Abonnenten da gewesen. Zumindest nicht, als ich geguckt habe und... Keine Ahnung, vielleicht ist heute ein schlechter Tag, man weiß es nicht. Aber deswegen fahren wir mal wieder global, das macht ja schließlich auch Spaß. Wenn das nicht sogar fast am meisten Spaß macht, Hilfe. Oh, das schlagt mich gut. Erster Platz, aber die erste Runde zählt ja bekanntlich gar nichts. Und Gott sei Dank zählt die gar nichts. Shark. Das ist ja auf jeden Fall einer von meinen Leuten. Und ich glaube, wir haben auch noch einen zweiten hier gehabt, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Mist. Haha, bist du mich reingefahren. Scream. Wer auch immer du bist. Jo, punktetechnisch habe ich jetzt auch gar nicht geguckt, was die so haben. Goddammit. Ja, Item Luck, ne? Nennt man das wohl. Stup. Okay. Ne, ein bisschen Konzentration bei der Sache sollten wir vielleicht haben. Jo, was haben wir heute für einen Tag? Wir haben heute, was hab ich denn gesagt? Mittwochs wollten wir fahren, also ist auch Mittwoch. Ja, News. News gibt's so an sich wie immer nicht viel. Mir fällt zumindest nichts ein. Ich habe auch nicht großartig geguckt, muss ich gestehen. Weil ich dachte mir, über Weihnachten wird sowieso kein Publisher und kein Entwickler irgendwie was bringen. Was ich aber sagen kann, war heute in den Shops so ein bisschen unterwegs. Also online, nicht im echten Leben. Und hab gesehen, man kann die PS Vita schon erwerben bei uns, ja. Und das für läppische 599. Könnt ihr eine PS Vita kriegen oder waren es 550? Kann auch sein. Auf jeden Fall so um den Dreh, die Wi-Fi-Version ohne 3G. Da mal zum Vergleich, die Wi-Fi-Version der PS Vita wird 249 kosten. Ja, kann sich jetzt jeder für sich selbst entscheiden, ob... Ich bin mir nicht sicher, ich glaube Dominik gehört auch zu mir. Kann ich nicht drauf schwören. Okay, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob 559 das Ganze jetzt wert ist. Ich habe mich jetzt erstmal für Nein entschieden, weil unter anderem auch Uncharted hätte ich mir dann dazu geholt, das kostet nochmal 90. Ja, 90. Das soll am Ende auch irgendwie, ich glaube, 50 kosten, wenn überhaupt. Preise orientieren sich da so mehr an den 3DS-Spielen. Lass mich doch mal jetzt in Ruhe da hinten. Nice. Ja, geschafft. Okay. Ist ja mal gut. Doch immer da mit seinen Roten am Rumprallen. Es gibt's doch nicht. Wie viele Rote hatte der? 7? Ob da alles so mit Recht. Geil. Letztes Item im Blooper. Wunderbar, die Challenge geht ja wieder wahnsinnig gut voran und hol ihn noch, komm, nein, scheiße, fünfter, passt schon. Ja, ich habe erstmal nicht zugeschlagen, ich weiß sowieso noch nicht, ob ich sie mir hole, plus 35. Ah, okay, ich habe auch arg wenig Punkte. Na gut, egal. GCN, Waluigi Arena von Sharkshrek gewünscht, jo, hat er gekriegt. Dann weiß ich ja, was mich jetzt erwartet, oder? Jo, wo war ich stehen geblieben? Ob ich mir die PS wiederhole, das ist jetzt so die Sache. Keine Ahnung, ob ich das schon erzählt habe oder nicht. Aber ich hatte eigentlich mal so die Planung, dass ich PS Vita Let's Plays machen wollen würde. Aber nicht wie beim 3DS-Apfel. Nee, also noch so ein Ding mit dem Abfilmen würde ich mir jetzt nicht aufhalsen. Nee, ganz bestimmt sogar nicht. Und da war es mal zumindest ein Gespräch, dass die PS Vita auch direkt einen HDMI-Ausgang besitzen würde. Und wäre das so gewesen, dann hätte ich da mir eine TV-Karte für geholt. Ja. Jetzt ist es aber nicht so, also lassen wir das erstmal. Das PS Vita-Projekt erstmal auf Eis. Komm, die kriegst du. Lass mich mal. Ha, ha, ha. Ja, soviel zu PS Vita.
Ansonsten, was wollte ich sagen? Ja, warum war ich denn überhaupt online? Hab in Shops geguckt. Der Grund ist, ich habe nach einem Sonic 2006 gesucht. Ja, es wurde ja mal gewünscht. Das war auf jeden Fall auf Platz 2 der Wunschliste fürs nächste Let's Play. Mario 3D Land hatte ja gewonnen. Und ja, ich habe mir jetzt auf jeden Fall einen Sonic 2006 bestellt. Und ja, ich denke mal, das ist, ja, Freitag wird es wohl da sein, nehme ich an. Und da es aktuell ein paar Umstrukturierungen bei TGN gibt, werde ich zum Beispiel Mario Galaxy 2 da erstmal auf Eis legen. Und Abis neue Augen wird wahrscheinlich auf meinem Kanal fortgesetzt. Ja, warum nicht Harvey und nicht Mario? Weil mich Harvey aktuell mehr interessiert als Mario. Mario hatte ich ja schon mal durchgespielt und Harveys neue Augen nicht, und das würde ich gerne zu Ende bringen. Könnte ich natürlich auch auf dem TGN-Kanal, aber dazu gibt es mal ein extra Info-Video, warum das jetzt so ist. Ich bin aber weiterhin bei TGN. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie da, ah, du bist bei TGN rausgeflogen oder so. Nö, nö, das, wir machen da nur ein paar Dinge, werden geändert. Und meiner Meinung nach wird es eigentlich besser. Deswegen ist das eigentlich ganz in Ordnung und cool und super und weiter geht's. Ja, habe bald bei mir direkt Mario auf Eis und damit ergänzt, ja, Mario ist zwar weg, aber dafür kommt dann Sonic 2006 und ich denke mal, das werden die meisten besser finden. Dritter Platz. Tja, dritter Platz und Punkte. Wäre ganz nett, wenn Sharkshrek sich mal nach hinten platzieren würde, um mir mal einen ordentlichen Punkteboost zu geben, aber so eigentlich auch ganz okay. 49 dazu. DK Schikane, es wird ein toller Tag, ich merke das schon. Jo, auf jeden Fall, Sonic 2006, schreibt doch mal in den Kommentaren, was ihr jetzt eigentlich davon haltet. Freut ihr euch, dass das doch früher kommt, und zwar wahrscheinlich schon, ich denke mal, ja, wenn alles gut läuft, Silvester. Dann könnte Silvester online sein. Ansonsten, obwohl, ne, Silvester wird knapp, das wäre Samstag. Samstag, mal überlegen. Morgen ist Donnerstag, da kommt ein Mario Galaxy 2 Part. Und Samstag kommt ein Mario Galaxy 2 Part dann auch noch. Ja, dann wird das nix. Das schaffe ich nicht. Ja, dann denke ich, Neujahr kommt der erste Part auf den Sonntag. Außer das Spiel kommt erst Tage später. Das kann natürlich auch sein. Dann nicht. Ist klar. Muss das Spiel ja wenigstens haben. War auch gar nicht so leicht zu bekommen. Also ich war ja erst so in der Stadt unterwegs, um das zu kriegen. Übrigens läuft das hier echt wunderbar. Muss ich mal sagen. iCarly vor mir. Oh, ey, diese Blooper. Was soll der Scheiß? Was soll ich damit? Das bringt ja mal gar nichts. Ja, das bringt auch nichts. Das bringt mir jetzt auch nicht viel, egal. Ja, war ich in der Stadt. Bei ein paar Läden, weil das Spiel, eigentlich gab es das ja so pyramidentechnisch für ein 20. Habe ich es auf jeden Fall tausendmal überall gesehen. Überall, aber naja, das Spiel ist eigentlich nicht gut. Habe ich es mir nie gekauft. Und jetzt, wo ich es brauche, nirgendwo zu finden. Nirgendwo. Ich hab's mir jetzt von eBay geholt, aber neu. Ja. Ich wollte schon neu haben und ich hab die PS3-Version, weil keine Ahnung, welche Version jetzt am Ende besser aussieht oder irgendwie überhaupt besser sein könnte. Ich habe mich jetzt für die PS3-Version entschieden, weil die halt, ja, die stand bei eBay ganz oben. War gleich das erste, bei der ich einen neuen Sofortkauf machen konnte. Deswegen, oh, damn. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Bevor die Xboxer jetzt sagen, ey, du bevorzugst die PS3 die ganze Zeit, ist eigentlich nicht so, das ist nur Zufall. Oh, goddammit, das ist zwar Mist. Das gibt ordentlich Minuspunkte, nehme ich an. Oh, fünfter Platz, und das auf meiner Lieblingsstrecke. Hm. Naja. Könnte schlimmer sein. Was haben wir denn? Auch immer noch plus 24. Shark hat schon 900... 9000, ey.
Mein Gott. Und wir schließen den Abend ab mit DS Peach Schlossgarten. Ja, eine Strecke, die seltener kommt. Das ist gar nicht so übel. Damit kann ich gut leben. Auch wenn ich mich jetzt einmal ganz gerne ins vordere Feld mogeln würde. Das wäre mir eigentlich ganz recht. Treffer. Oh, Lucky Punch. Der ist auf jeden Fall definitiv auch gehört dazu. Den Abonnenten. Die habe ich. Da habe ich nämlich die Nummer eigentlich recht gerade erst bekommen. Mann, das lief schon wieder schon gut. Doch jetzt ein paar online. Könnte man ja. Naja. Leider alle so spät gekommen heute. Ach ja. Nee, ich spiele ja nur so spaßmäßig, ne, Leute. Deswegen ist das passt schon. Oh, und die 9900er Challenge, ja. Also ich mache jetzt mal eine Ansage. Dieses Let's Play wird tatsächlich so. Sollte ich echt mal die 9999 bekommen, dann ist das Let's Play auch zu Ende. Und ja, das kann ich jetzt so sagen, weil ich mir sicher bin, dass das erstens, das wird nie passieren. Also das Let's Play wird irgendwann mal so abgebrochen, weil die Wii U-Version von Mario Kart kommt. Und ich nicht drei Versionen online spielen werde. Nö. Mario Kart 7 und Mario Kart Wii, das reicht aktuell auch an Mario Kart. Und wenn dann noch ein Mario Kart kommt, dann fällt Wii-Version weg. Und danach halt die Mario Kart 7-Version, ne? Und so weiter und so fort und so machen wir das. Und nicht anders. Und Gott. Die Nase juckt. Schon den ganzen Tag. Mann. Stern. Oh Gott, Stern. Hol noch ein bisschen was raus. Ich will keine Minuspunkte in diesem Part haben. Ich möchte einen absoluten schönen Plus-Run machen hier. Komm. Und aus dem Weg da. Aus dem Weg. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Ah, scheiß drauf. Macht nichts. Von Schwor. Ah, weg da, Kugelwilli. Und wenn ich so einen Kugelwilli sehe, kriege ich immer total Lust, Rings zu spielen. Oh ja, noch eine Info, kanaltechnisch, die ich mal ganz schnell raushauen könnte. Vielleicht wundert sich ja der ein oder andere, wo bleibt denn mal wieder Majora's Mask? Ja, das Spiel hasst mich. Es hasst mich wirklich. Der scheiß Emulator dafür ist mal wieder abgerauscht und mein Spielstand ist mit ihm in die ewigen Jagdgründe gegangen. Ja. Jetzt habe ich das Problem, dass ich wieder neu starten müsste. Ich werde es irgendwann tun, aber frag mich bitte nicht wann. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal dann so als Retro-Projekt so kleinere Retro-Projekte machen. So irgendwie Mario Bros. 3 vielleicht mal. Oh nein. So viel Pech kann auch keiner haben. Genau in dem Moment. Ja, Mario Bros. 3 vielleicht. Donkey Kong Country. Sonic the Hedgehog ein paar Teile. So ein Kram. Kurze, knackige Projekte. Kirby's Dream Land. Wario Land. Ja, und Majora's Mask, klar, irgendwann, wenn ich mich aufraffen kann, das alles nochmal zu spielen. Minus 42, eine wunderbare Zahl, um abzuschließen mit dem Abend, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Bis dann und ciao.